Hallo ihr Lieben, ich habe mir in den letzten 2 Wochen drei verschiedene tolle, für mich sehr nützliche Dinge im Internet bestellt. Zwei davon sind in den letzten Tagen bereits angekommen und ich habe sie voller Vorfreude ausgepackt. Und eines davon, von diesen beiden, hatte ich auch bereits ein paar Mal im Gebrauch. Was man auch bei meinem letzten Video, bei dem ich ein Kuchenrezept euch gezeigt habe, schon sehen konnte. Und das zweite davon werde ich in einem weiteren Video in nächster Zeit euch zeigen. Jo, und das dritte Paket ist heute angekommen. Und diesmal habe ich mir gedacht, lasse ich euch beim Auspacken daran teilhaben. Von allen drei Dingen, die ich bestellt hatte, habe nicht nur ich was von, sondern ihr auch. Ja, warum, das werdet ihr gleich sehen. Also, hier ist das Paket oder Päckchen, wie man es auch nennen möchte. Habe schon den ganzen Tag darauf gewartet, es auszupacken. Sollte eigentlich erst morgen ankommen, aber es kam heute schon. Ja, da habe ich natürlich auch nichts dagegen. Ja, und es ist von Amazon. Dann will ich mal anfangen. Das, was hier drin ist, habe ich mir auf jeden Fall schon sehr, sehr lange gewünscht. Spannung. Oh, es ist sehr klein. Okay. Ganz so klein habe ich es mir nicht vorgestellt, aber schauen wir mal. Vielleicht kann sich der eine oder andere jetzt schon denken, was das sein könnte. Ja, das können wir jetzt gleich sehen. Okay. Und tada! Ja, was könnte das sein? Ein Handy-Stativ. Da ich ja meine Videos nur mit meinem Handy drehe und nicht mit einer, sage ich mal, richtigen Kamera, also nur mit meiner Handykamera, kann ich sowas natürlich sehr gut gebrauchen. Bis jetzt habe ich meine Videos mit diesem Kamerastativ, was ich nach einem oder während einem Shooting vom Fotografen geschenkt bekommen habe, gedreht. Das ist zwar auch nicht schlecht, aber man kann das Handy hier nirgends befestigen. Also ich kann das immer nur sozusagen dran stellen. Und da mein Handy sehr glatt ohne Hülle ist und ich nur ohne Hülle filmen kann, ist mir das des Öfteren dann runtergerutscht, runtergefallen und je nachdem, wo ich gerade gefilmt habe, war das dann nicht gerade so gut für mein Handy. Ja. Und da ich auch gerne Outside-Videos drehe, wer meine Videos bereits kennt, der weiß das, ist dieses Stativ dafür natürlich auch super gedacht. Also erstens für Outside-Vlogs, in denen ich laufe. Da kann ich ab jetzt das Handy. Ich schraube das mal eben auf.
Ich hoffe ja, dass das so richtig ist. Jawohl. Mal sehen. Ja, ich muss mir das erst noch alles durchlesen nachher. Wie, was, wo. Aber ich glaube mal. Ja. Aha. Okay. Ja, also man steckt das oder schiebt das Handy hier sozusagen rein, soweit ich das gesehen hatte. Und dann kann ich, wie gesagt, während dem Laufen das super, also ganz einfach festhalten und mich dann dabei filmen. Sonst, bis jetzt musste ich ja immer meinen Arm ganz weit ausholen. Und so filmen, erstens ist es sehr wackelig, da man den Arm einfach nicht während dem Laufen immer so ruhig hält oder die Höhe sich immer wieder verändert, weil der Arm immer länger wird mit der Zeit. Ja, und so ist das doch schon deutlich einfacher, denke ich mal. Und wackelt dann vielleicht auch nicht mehr ganz so das Bild. Ich hoffe es mal zumindest. Ja, natürlich kann man das Ganze dann auch hinstellen, wenn es denn hält. Ne, ist ja auch nicht schlecht. Und das Besondere an diesem coolen Stativ ist, dass man es biegen kann, wie man möchte. Auch das ist perfekt für Outside-Videos, da kann ich das an zum Beispiel an einen Laternenmast dran klemmen oder an einen Baum, also besser gesagt an den Ästen eines Baumes. Ganz toll ist auch, wenn ich in meinem kleinen Badezimmer nochmal ein Video drehe, was ich schon lange möchte, da ich euch da auch noch was ganz Tolles zeigen möchte. Da hatte ich bis jetzt große Schwierigkeiten, da ich wirklich nichts habe dort, also in der Nähe oder auch weiter weg, woran ich mein Handy hätte befestigen können und musste dann deswegen zwei Schränke übereinander stellen und da dann das Kamerastativ draufstellen, was also schon sehr, oder das Kamerastativ in die Badewanne stellen, was also echt sehr umständlich war und wie gesagt, dann ist das Handy dann noch 150 Mal runtergeflogen. Also es hat schon echt sehr genervt und war sehr mühsam. Ja, das Problem habe ich jetzt ja dann nicht mehr. So kann ich das zum Beispiel an meiner Duschstange befestigen und mich dann von dort aus filmen oder auch an meinem kleinen Regal kann ich es befestigen. Ja, ist perfekt. Und auch für die Küchenvideos, wenn ich mal wieder ein Rezept vorstelle, ein veganes oder auch rohveganes, dann kann ich das auch so anbringen, dass es zum Beispiel kopfüber, dass ich es festklemme am Stativ und dann, dass es dann kopfüber hängt, mehr oder weniger, und man das Ganze dann von oben ja, besser sehen kann, ist auch perfekt. Ja, tolle Sache, also ich freue mich echt riesig darüber. Und wie gesagt, da habe ja nicht nur ich was davon, sondern ihr auch. Da ihr dann zumindest mehr Perspektiven von mir ab jetzt sehen werdet. Ja, also ich freue mich wirklich sehr darüber. Und ich hoffe, dass es hält, was es verspricht und dass es auch eine Weile hält. Ja, das wollte ich euch gerne mal gezeigt haben. Ich biege die jetzt nochmal gerade. Also dieses Stativ hat überwiegend positive Kommentare bekommen. Ja, dass es hält eben, was es verspricht. Nur ein, zwei negative Kommentare und deswegen habe ich mir das auch bestellt. Ich wollte mir erst ein anderes bestellen, ein deutlich günstigeres. Aber ich habe mir gedacht, nee, wenn du dir schon eins holst, dann holst du dir ein bisschen was Besseres. Soll ja, wie gesagt, auch länger halten und ja, vor allem
soll es auch nicht runterrutschen, wenn man es überall irgendwo befestigt. Ich teste das jetzt gerade mal eben hier an der Lampe. Mal sehen. Ich bin mal gespannt. Ob das denn auch wirklich hält. Jawohl. Armen sozusagen. Schaut mal. Der dritte ist noch gar nicht im Einsatz. Und das hält bombenfest. Ja, cool. Wie cool ist das denn? Geil, oder? Ja, super. Mein nächstes Video wird auf jeden Fall damit gedreht. Und ab jetzt nur noch alle Videos. Tolle Sache, ne? Freue ich mich. Ja, ein Selbstauslöser ist auch noch mit dabei. Mal einfach nur drauf drücken. Dann soll es wohl funktionieren, aber da muss ich auch noch schauen. Ich habe mir mal eben die Beschreibung ein bisschen angesehen. Jo, da steht leider nur alles auf. Was heißt alles? Sehr dürftig. Auf Englisch oder Chinesisch, soweit ich das sehen kann. Und auch nur ja, wie die Dinge heißen. So ein ganz klein bisschen ist es erklärt. Wie, was, wo. Mal sehen. Sonst frage ich meinen Sohn, der kriegt das bestimmt hin. Aber den Selbstauslöser brauche ich auch, benötige ich auch nicht unbedingt. Da ich sowas schon an meiner Handykamera habe. Das wäre jetzt nur gut, ja, wenn ich von sehr weit weg filmen möchte, dann funktioniert das vielleicht nicht, wenn ich das meinem Handy sozusagen sage, von so weit weg hört mein Handy das vielleicht nicht. Und da klappt das mit dem Selbstauslöser vielleicht dann doch besser. Das werde ich dann mal sehen, muss ich dann mal testen. Ja. Das wollte ich ja noch dazu gesagt haben, ne? Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Das Auspacken und sehen, was ich mir bestellt habe. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Alles Liebe und bis bald.